Also, sehr geehrte Frau Präsidentin, es liegt ein guter Ansatz vor, Frau Gabelmann. Es ist richtig, dass man analog zur Humanmedizin zunächst eine spezifische, anspruchsvolle Ausbildung zum Psychotherapeuten macht, dann approbiert wird und anschließend in einer Weiterbildung die Sache vertieft. Aber es gibt ganz erheblichen Nachbesserungsbedarf. Oder um es in der Fachsprache zu sagen, das Psychotherapeuten-Ausbildungsgesetz muss noch mal auf die Couch. Lassen Sie mich das an 7 Punkten näher erläutern. Der erste und wichtigste Punkt ist, Minister Spahn will, dass wir hier die Katze im Sack kaufen. Wir erfahren nicht nähere Studieninhalte und wir erfahren auch nicht, was in der Approbationsprüfung abgeprüft werden soll. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was am Ende passieren soll. Dies, meine Damen und Herren, ist nicht akzeptabel. Zweiter Punkt. Es gibt einen viel zu geringen Praxisanteil. Wenn wir schon die Parallelität zur Humanmedizin ziehen, die Humanmediziner müssen ein praktisches Jahr absolvieren. Man kann darüber streiten, ob auch ein praktisches Jahr braucht oder ob ein Praxissemester reicht. Das brauchen wir aber auf jeden Fall. Kurz gesagt, man kann Psychotherapie nicht nur aus Büchern lernen. Man muss auch am praktischen Menschen, am praktischen Fall lernen, wie es denn geht. Und das gilt nicht nur bei Kindern von Pfarrern und Zimmerleuten, sondern es gilt bei allen Menschen, dass man dort am konkreten Menschen eine praktische Ausbildung braucht. Deshalb wollen wir ein Praxissemester. Der dritte Punkt, die Prüfung. Es ist einfach unzureichend, wie es bisher an Approbationsprüfungen vorgesehen ist. Wir fordern, wie die Bundesärztekammer, eine dritte Prüfung, eine schriftliche Prüfung, die sicherstellt, dass derjenige, der die Prüfung bestanden hat, am Ende auch in der Lage ist, selbstständig psychisch kranke Menschen zu behandeln. Das ist aus meiner Sicht derzeit nicht sichergestellt. Vierter Punkt. Minister Spahn zeigt ein weiteres Mal, wie wenig er von der Expertise von Fachleuten hält. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat, gebildet von Psychotherapeutenkammer und Ärztekammer. Diesen Beirat gibt es, das ist gut, aber im Gesetzentwurf steht, dass man im Zweifelsfall sich an irgendeiner Weise darauf stützen kann. Das, meine Damen und Herren, ist zu wenig. Fachleute sollen sagen, was gebraucht wird und nicht Minister Spahn in seinem Ministerbüro. Fünfter Punkt. Wir fordern überall Transparenz. Diese Transparenz wird in diesem Gesetz nicht hergestellt. Es gibt den einheitlichen Begriff des Psychotherapeuten und Sie wissen als Patient nicht, ist dieser Mensch in der Psychotherapie ausgebildet worden oder ist er in der Humanmedizin ausgebildet worden. Deshalb wollen wir, dass es einmal den Begriff, die einen müssen den Titel psychologischer Psychotherapeut führen und die andere den Titel ärztlicher Psychotherapeut. Ein Grundgebot der Transparenz, auch dieses wird in diesem Gesetz verletzt. Sechster Punkt. Sechster Punkt. Ein ganz wesentliches Problem des derzeitigen Systems ist doch, dass die Psychotherapeuten in Ausbildung, freundlich formuliert, in finanziell ungünstiger Lage stehen. Man könnte es auch ganz anders formulieren. An diesem Punkt tut der Minister nichts. Es muss doch wenigstens möglich sein, dass das Schulgeld, also die Bezahlung für die theoretische Ausbildung nach der Approbation oder jetzt nach dem Studium, nicht von den Studenten oder von den Auszubildenden selber getragen wird. Dazu finden wir im Gesetz ebenfalls nichts. Das entscheidende Problem wird nicht angegangen. Siebter Punkt. Die halbseidene Lösung wird nicht etwa in Kürze greifen, sondern wenn man es genau nimmt, erst in 10 Jahren. Noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr werden Menschen die Ausbildung nach dem alten System beginnen und genau in dem Schlamassel stecken, in dem sie seit Jahren stecken. Was Sie hier sehen, ist keine Lösung, sondern die Aufschiebung einer Lösung. Auch das, meine Damen und Herren, reicht nicht aus. Sie merken, auf der Couch ist noch viel zu tun. Wir als Freie Demokraten, als Service-Opposition sind gerne bereit zu helfen. Lassen Sie uns aus einem guten Ansatz ein gutes Gesetz machen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.